Wow, ihr habt mein Portemonnaie ja wirklich gefunden. Ich bin so froh, dass ihr mich gestern Nacht noch angerufen habt. Ich hatte ja schon alle Hoffnung aufgegeben. Ihr seid einfach toll. Wie wir dir das letzte Mal schon versichert haben. Wir machen da weiter, wo die Polizei aufhört. Und ganz nebenbei haben wir Europa noch vor einer ziemlich dunklen Zukunft gerettet. Ja. Das ist die Jahrhundertstory. Morgen wissen alle Leser der Europa Today, was ihr geleistet habt. Mein Respekt, Jungs. Darauf stoßen wir an. Schaut, ich habe euer Lieblingsjugendgetränk mitgebracht. Oh, klasse. Unsere Lieblingsbrause. Himbeersaft gespritzt. Jungs, vielen Dank, dass ich euch heute auf der Penelope ganz exklusiv interviewen durfte. Die Story wird der Hit. Na klar, ihr Wort in Gottes Ohr. Und Sandy, ich wollte mich noch einmal entschuldigen. Dein Portemonnaie muss mir damals im Stadion irgendwie in die Patschehand gerutscht sein. Ich muss mich ja gegen diese kleinen schwarzen Froschbiester verteidigen. In der Tat ist hier eine Entschuldigung mehr als angebracht. Schließlich hat die Unke das Portemonnaie anschließend aus ihrem Haus gestohlen. Ja, also tut mir echt leid. Und nur so konnte der finstere Privatier erst seine teuflische Metamorphose durchführen. Ach so, dann hat die Unke also dein Gesicht auf das Bild von meinem Freund Jeremy geklebt? Ja, genau. Die Unke. Uff, der Mann aus der Sohnmannskiste. Ja, ho, ho, ein Buddel von rum. Pirat Pete! Hallo, Pete. Na, was haben wir denn da? Einen ordentlichen, saftig, knackigen Apfelpur. Wow, Pete, du alter Charmeur. Pete! Einfach unverbesserlich! Team Europa!